Verehrte Frau Präsidentin, werte Kollegen Abgeordnete, liebe Brandenburger. Mit unserem Antrag zur Einführung verpflichtender Volksentscheide im Bereich der Änderung der Landesverfassung und der Kommunalverfassung wollen wir die im Land Brandenburg bedauerlicherweise am Boden liegende direkte Demokratie stärken und die dafür Sorge tragen, dass schrittweise die Instrumente der direkten Demokratie aktiviert oder gestärkt werden. In unserem Antrag auf Einführung eines fakultativen Referendums, Drucksache 7/24/27, haben Sie alle, die hier in der Plenarsitzung damals am 27. Januar gesessen haben, das aus fahrentscheidenden Gründen abgelehnt. Damals haben sich alle Koalitionsfraktionen und die Freien Wähler durch den linken Abgeordneten Büttner als Redner vertreten lassen. Heute sprechen die Koalitionäre ausnahmsweise mit einer Stimme und die Freien Wähler haben nicht auf ihren Redebeitrag verzichtet. Heute schon mal ein kleiner Fortschritt ist in diesem Parlament. Damals wurde uns von dem linken Herrn Büttner im Namen aller anderen Fraktionen vorgeworfen, wir würden mit dem Antrag auf Einführung des fakultativen Referendums das parlamentarische System dieser Republik angreifen. Uns ging es um das Verächtlichmachen und das Diskreditieren unserer parlamentarischen Demokratie. Aus dem Munde eines Mitglieds einer Partei, die die direkte Rechtsnachfolgerung der SED-Diktaturpartei ist, kein Wunder. Auch wenn er selbst in Kassel 1973 geboren wurde und daher selbst in der SED-Diktatur nicht gelebt hat. Aber jemand die Verächtlichmachung der Demokratie vorzuwerfen, der die direkt demokratische Elemente stärken will, das ist schon sehr selbsterklärend von den Linken. Heute geht es um die Einführung des obligatorischen Referendums, das heißt die verpflichtende Befragung des Volkes zur Änderung der Landesverfassung und der Kommunalverfassung. Als das Land Brandenburg sich nach der SED-Diktatur die eigene Landesverfassung gab, wurde das Volk noch befragt. In der Zwischenzeit wurden 11 Änderungen vorgenommen, zuletzt bekanntlich erst vor kurzem in der dritten Lesung im Juni 2022. Die dort erfolgte Änderung zum Vizepräsidenten der AfD bzw. dessen Veränderung sprechen allein schon Bände. Herr Abgeordneter, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Ja, bitte. Herr Abgeordneter Dornbrech, sein Mikrofon 1. Danke, Frau Präsidentin. Herr Kollege von Lützow, vielleicht können Sie mir erläutern, wir haben ja vor der Sommerpause die Landesverfassung geändert. Warum haben Sie zu dieser Änderung der Landesverfassung keinen Antrag eingebracht? Bitte schön. Ja, das kann ich Ihnen sagen, weil unsere Vorschläge zur Landesverfassung, die wir auch in den Ausschüssen gemacht haben, abgelehnt worden sind. Danke. Erst 2015 haben die damaligen Koalitionäre aus SPD und Linke mit ihrer Mehrheit dafür gesorgt, dass die zweite und drittgrößte Fraktion die Vizepräsidenten stellen und damit in der damaligen Hoffnung, dass die Linke damit einen Posten erhält. Nach der Wahl 2019 hat sich das Blatt gewendet und die AfD hat als zweitgrößte Fraktion einen Anspruch auf den Vizepräsidentenposten. Und das haben immerhin 25% der Brandenburger so entschieden. Und so kamen die fahrentscheidige und verfassungswidrige Änderung zustande. Genauso verhält es sich auch bei der Änderung der Kommunalverfassung. In der Corona-Situation wurden unter deren Aushebelung sogar die kommunalen Notlagengesetze erlassen. In diesem sensiblen Bereich genügt die parlamentarische Gesetzgebung nicht. Es hat eine Beteiligung des Volkes im Rahmen des verpflichtenden obligatorischen Referendums stattzufinden. Und im Bereich der Verfassungsänderung gibt es in Deutschland in den Bundesländern Bayern und Hessen entsprechende Vorschriften, wie wir sie fordern. Also verschonen Sie uns damit, uns vorzuwerfen, wir würden damit direkt die Demokratie aushöhlen. Und nur, falls es jemand auf seinen Redezettel haben sollte, vielleicht Herr Büttner oder wer sonst auch immer redet dann. Auch auf Bundesebene sind zwei Fälle geregelt, einer nach Artikel 146 Grundgesetz bei Ablösung des Grundgesetzes durch eine andere Verfassung und andererseits gemäß Artikel 29 Absatz 3 Grundgesetz im Falle der Neugliederung des Bundesgebietes. Sie sehen also, liebe Abgeordneten, dass es durchaus möglich ist, auch in Brandenburg sowas zu machen, wenn man denn sich nicht nur demokratisch schimpft, sondern auch demokratisch ist. Weil Demokratie sollte man auch leben und Demokratie leben heißt, auch das Volk mitzunehmen. Ebenso ist auch in Brandenburg für den Fall des Beschlusses einer neuen Verfassung nach Artikel 115 Absatz 1 ein Volksentscheid vorgesehen. Etwas anders darf es auch nicht für teilweise Änderungen der Verfassung gelten, da sich in der Gesamtschau mit jeder Änderung die Verfassung als neue Verfassung darstellt. Stimmen Sie unserem Antrag zu und geben Sie dem Volk die notwendige größere Kontrolle über das höchste Rechtsgut des Staates, die Verfassung. Nur dadurch kann die leichtfertige und willkürliche Änderung der Verfassung, wie sie hier in Brandenburg geschehen, verhindert werden. Wenn Sie echte Demokraten sein sollten und das nicht nur vorgeben, dann stimmen Sie unserem Antrag zu. Vielen Dank. Bitte schön. Ja, ich stimme Ihnen da voll und ganz zu. Und im Hinterzimmer
Und zwar im sogenannten Rauchersalon, wurde früher bei Friedrich dem Großen Politik gemacht. Das war ein Hinterzimmer gewesen. Ja? Und wenn man das heute so sagt, dann ist das keine Verschwörungstheorie, sondern Tatsache, ja, es ist die Wahrheit. Sie gehen in irgendein Zimmer, in irgendein Räumchen, treffen sich als Koalition, was ihnen ja auch unbenommen ist, die Freien Wähler und die Linken mal mit inbegriffen und machen dort Gesetze. Ist doch völlig legitim, da werden Sie im Ausschuss nochmal durchgeführt. Herr Abgeordneter, es ist jetzt wirklich gut, ich erteile Ihnen einen Ordnungsruf für diesen Begriff Hinterzimmerpolitik. Sie diskreditieren damit die Politik dieses Hauses. Fahren Sie bitte fort. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, für den Ordnungsruf. Ist Ihnen unbenommen, das zu machen? Herr Schüler, moderne Kommunalverfassung und moderne Verfassung. Die Bürger, die Tatsache, sich damals ja, nach der Wende entschieden haben, diese Verfassung so abzustimmen, haben doch niemals gedacht, dass sie so in der Verfassung so eine Änderung vornehmen. Ich sage es mal so, damit ich nicht gleich wieder noch einen Ordnungsruf kriege, ja, dass solche Änderungen vorgenommen werden, wie sie tun. Und ständig und inflationär. Herr Schaller hat zwar vorgelesen, ja immer ein bisschen. Es ist inflationär, eine Verfassung ist gegeben worden. Ja, nicht damit sie alle paar Jahre von jeder Regierungskoalition geändert wird, sondern dass die Tatsache ja, mal angepasst wird. Da gebe ich Herrn Schaller vollkommen recht, mal angepasst wird, ja, der Zeit entsprechend. Aber Tatsache ist es so, dass dort die Hürden zu hoch sind. Ja? Und wo ist denn das Problem? Hat die Koalition Angst davor, dass das Volk entscheidet, ja, oder vielleicht anders entscheiden könnte als die Koalition hier im Parlament? Deswegen die Frage, wo ist das Problem? Ich habe keine Angst davor, dass die Bürger anders entscheiden. Ja? Dann ist es so. Weil ich habe im Gegensatz, sage ich lieber auch nicht, kriege wieder noch einen Ordnungsruf. Ja? Ich habe was gelernt und ich habe einen ordentlichen, ehrbaren Beruf. Und ich kann auch wieder in meinen Beruf zurückgehen. So, und dabei lasse ich das jetzt. Ich werbe nochmal für die direkte Demokratie. Ja, und stimmen Sie dem zu, geben Sie dem Bürger wieder eine Stimme. Weil nur der Bürger hat die Entscheidung und die Quittung kommt garantiert 2024. Danke. Abonnieren Sie unseren Kanal. Und falls unser Kanal mal gelöscht oder gesperrt wird, alle Beiträge finden Sie auch auf Telegram. Die Links sind unten in der Videobeschreibung.